Hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Ist immer dasselbe. Voll langweilig. Langeweile ist eins der Hindernisse. Was sollte daran langweilig sein, wenn es darum geht, über sich zu lernen? Und damit dann lockerer, angenehmer durchs Leben zu gehen. Und je älter man wird, umso mehr weiß man das zu schätzen, nicht so stark mitgenommen zu werden durch Einschläge des Lebens und auch irgendwie ein bisschen leichter durchs Leben zu kommen, aber nicht sich irgendwie durchzuschlängeln, sondern einfach mehr über sich zu wissen. Und möglicherweise auch über die Funktionsweise, wie so ein Mensch überhaupt funktioniert. Das heutige Thema ist so ähnlich wie das, was wir gestern hatten, nur ein bisschen fokussierter, ist Nirvana. Ja, nicht Kurt Cobain, ja, nicht diese Nirvana-Truppe, sondern das Wort, was das bedeutet. Und ich selber wusste das nicht genau. Ich habe das immer gedacht für so ein Paradies, Shangri-La oder irgend sowas. Aber es ist die drei Geistesgifte: Gier, Hass und Verblendung. Ja, selbst wenn man das erste Mal hört, da denkt man dann, das hat mit mir nichts zu tun. Ich hasse niemanden, ich bin nicht verblendet. Und Gier, so doll habe ich das auch nicht. Also das bei sich festzustellen alleine ist wichtig, dass man das doch auch hat. Nicht immer, aber eben, ich möchte etwas haben, das ist Gier. Nur wenn es sowas ist, ich möchte jetzt ein Eis essen oder irgend sowas. Das ist schon Gier. Hass, denkt man irgendwie, das Hass. Obwohl heutzutage, es gibt eine ganze Partei, die darauf aufbaut. Hass bildet sich eben, indem man sagt, du bist ein Lebewesen, das nicht zu unserer Gruppe Lebewesen gehört. Nasse. Ja, und dann sind wir, uns geht es gut und du bist schuld. Also wir machen hier eine andere Variante, ne? Also wir bekämpfen keinen Hass, sondern wir lernen, dass jedes Lebewesen, also noch nicht mal unter den Menschen Trennung, noch nicht mal unter den Lebewesen, jedes Lebewesen möchte glücklich sein. Frei von Schmerz. Jedes. Und da sind wir alle im gleichen Boot. Deswegen, also da sind wir dann sehr weit weg von Hass. Nichtsdestotrotz gibt es das. Und es gibt auch Ablehnung. Sachen, die ich nicht mag. Oder Sachverhalte, die mir Angst bereiten, weil sie mir mein Leben mich zu einer Veränderung meines Lebens bringen würden und so. Und dann entsteht eben über der Angst Hass, Ablehnung. Gier hatten wir, Hass hatten wir. Das mit der Verblendung ist nicht so einfach. Klar, wenn ich verblendet bin, kann ich es nicht sehen. Aber Verblendung sind eben auch zum Beispiel viel Essen. So viel essen, dass der Sauerstoff aus dem Gehirn rausgeht. Ja. Zum Beispiel. Also wir sind davon nicht frei. Und Nirvana heißt ursprünglich einfach das Verlöschen einer Flamme, weil ihr die Motoren fehlen, die Voraussetzung. Ja. Also das Verlöschen einer Flamme, weil kein Sauerstoff mehr da ist, der Docht kaputt. Oder eben kein Wachs mehr da, ne? Oder kein Sauerstoff und so weiter. Also wenn das abnimmt
Und das Verlöschen von Gier, Hass und Verblendung, das ist Nirvana. Gibt noch andere Bedeutungen davon, aber das ist die ursprüngliche Variante. All diese Geschichten sind dazu da, dass wir, man kann noch nicht mal sagen, es abbauen, sondern einfach immer mehr es sein lassen zu benutzen, ne, in unserem alltäglichen Leben. Wir eben in Richtung Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit unterwegs sind. Ne? Und das ist ein guter Wegweiser. Ne? Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut, diese Richtung. Genug der Theorie. Wir praktizieren das stille Sitzen, um mehr in uns auch zu erkennen. Also wir suchen nicht nur einfach Ruhe. Wir praktizieren eben auch, was steht meiner eigenen Freundlichkeit im Wege. Ich lerne darüber, was hindert mich daran, freundlich mit mir, mit anderen zu sein und dann einen Weg einzuschlagen, der mehr Freundlichkeit ermöglicht. Genau das gleiche mit den anderen Poison, Giften. Wir sitzen einfach mal rum, ihr kennt das vielleicht schon, und lassen diesen Geist über diesem eben Gehörten langsam zur Ruhe kommen. Manchmal kommt er nicht zur Ruhe, oft sogar. Schließen die Augen, um einen der Sinne nicht noch zusätzlich belastet zu haben, der kostet sehr viel Rechenkapazität. Also wir lassen Körper und Geist zur Ruhe kommen, und wenn da etwas ist, das eben den Körper nicht zur Ruhe kommen lässt, betrachten wir das freundlich. Lernen darüber. Und das Gleiche mit dem Geist. Und beides zusammen gibt dann auch noch Stimmungen, also Körpergefühle, Intentionen, Stimmungen, aber da auch ganze Geschichten, alles klar. Wenn zum Beispiel der Geist nicht zur Ruhe kommt und der eigentlich jetzt nichts von Bedeutung erzählt und der nur aufgeregt ist und ihr wisst schon, warum er aufgeregt ist und ihn ein wenig beruhigen wollt, dann nehmt die Quellpunkte unter den Füßen zum Beispiel, ein bisschen Druck darauf, dass ihr ein bisschen mehr den Körper spüren könnt. Also achtet darauf, was in euch los ist, und erst wenn beide langsam zur Ruhe kommen, also Körper und Geist, dann bleibt von selber der Atem, der Körper, wie er da atmet. Also wir versuchen da nicht mit Gewalt hinzukommen. Also ein bisschen Druck auf den Quellpunkt ist schon okay. Wenn euer Geist ein bisschen ruhiger geworden ist, dann füttere ich ihn jetzt, weil wir das gestern hatten, wenn man so länger sitzt, also nicht nur 5 Minuten wie wir jetzt, sondern wirklich einmal 45 Minuten
Pause, nochmal 45 Minuten Pause, ein paar Bewegungen, nochmal 45 Minuten, also ein richtiges Retreat macht, dann kann es sein, dass ihr wirklich so einen Bereich entdeckt bei dem stillen Sitzen, der unglaubliche Glückseligkeit bietet. Das wäre das erste Jhana. Und das ist das, was die viele verschiedene Mythen und so weiter, das Paradies, Shangri-La und so weiter darstellt. Es ist eigentlich das Hier und Jetzt. Erst später geht einem auf, dass durch dieses Nirvana, durch das langsam sein lassen von Gier, Hass und Verblendung, das eigentlich für unsere gesamte Gesellschaft ein Weg wäre, weiser zu sein und quasi das Paradies auf Erden wirklich langsam entstehen zu lassen. Ja, hundertprozentig wird es wohl nie gehen. Aber die Richtung stimmt. Noch ein paar Atemzüge. Dann fragt euch, wie geht es mir jetzt? Wie fühle ich mich jetzt? Und dann öffnet langsam. Langsam eure Augen. Also, was ist Nirvana? Das Verlöschen von Gier, Hass und Verblendung. Wie kommen wir dahin? Indem wir uns schulen in Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit. Die nächstgrößere Variante sind die Brahma-Viharas. Liebe hatten wir schon. Liebe ist das gleiche wie Weisheit. War für mich auch neu. Also es ist die gleiche Definition, gleiche Richtung. Mitgefühl. Da ich Zeitgeschehen erwähnte, Helmut Schmidt, der war kein Hippie, der war kein Punk. Der hat ein Buch geschrieben. Die Pflicht zum Mitgefühl. Der war Panzerkommandant im Dritten Reich. Ja? Und er hat gesagt, das war das Hauptproblem im Dritten Reich. Ja? Fehlendes Mitgefühl. Und zwar für alle. Mitgefühl für alle. Nicht diese gehören zu uns und die anderen nicht. Mit denen haben wir kein Mit. Nee. Mitgefühl mit allen. Und wir hier sogar mit allen Lebewesen. Also das kann man schulen, aber aus Selbsterkenntnis. Nicht, weil ich das sage, sondern weil ihr im stillen Sitzen und im Alltag merkt, ja, das sind auch Lebewesen, die wollen auch glücklich sein. Das sind unsere Mitmenschen, Mitlebewesen. Dann Mitfreude. Das war auch schwer für mich. Mitfreude. Also sich da mit jemandem darüber zu freuen, dass er etwas Glückliches in seinem Leben hat. Ich vielleicht nicht.
Und dann eben nicht Gehässigkeit zu schulen. Sondern nicht zu sagen, oh, ich will das auch und es steht ihm nicht zu. Nein. Zu sagen, dieser Mensch, der hat jetzt was, dem geht es jetzt besser. Das ist toll für ihn. Ich freue mich mit ihm. Schwer. Dazu braucht man dann auch ein wenig Gleichmut. Und Gleichmut braucht man auch im stillen Sitzen. Da gehört eben auch so ein bisschen Vergebung dazu und so. Alles Themen, die man einzeln nochmal behandeln könnte. Also stilles Sitzen ist nicht einfach hinsetzen und Glückseligkeit. Das ist ein langer Weg. Und besonders, wenn man dann im stillen Sitzen mitkriegt, ich möchte das nicht nur auf dem Kissen, sondern ich möchte das täglich praktizieren. Dann seid ihr hier richtig. Und der Wegweiser ist freundlich, aufmerksam und gelassen mit mir, mit denen, die mich umgeben, mit allem. Und dieses Gefühl des inneren Lächelns, was auf diesem Weg entsteht. Auch schon im stillen Sitzen, wenn Körper und Geist zur Ruhe gekommen sind oder zumindest ruhiger werden. Habt ein schönes Wochenende, wenn ihr wollt, um 19 Uhr zusammen rumsitzen, für die, die 45 Minuten sitzen. Um 19.15 Uhr gleiche Truppe, kommt einfach ein bisschen später dazu, für die, die eine halbe Stunde sitzen. Und 19.30 Uhr für die, die 15 Minuten sitzen, dann hören wir alle zusammen zum gleichen Zeitpunkt auf. Und dann könnten man noch Fragen stellen. Und am Freitag gibt es Hexasgebräu, irgendein Tagesthema. Ansonsten jeden Tag 19 Uhr oder eben deine Anfangszeit, wenn du Lust hast. Oder nächste Woche 16 Uhr oder die Termine sogar in Berlin auf der Wiese. Habt ein schönes Wochenende.